Hallo, Hallo, hey hey. und huch, das war die falsche Taste. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wie ihr seht, bin ich Keet und spiele Kennen. Und einer von uns fehlt noch hier in der Supermannschaft, aber ich habe mir gedacht, wir können ja einmal eine längere Introduction-Rede hier halten. Ja, das Let's Ranked wurde wohl ganz gut aufgenommen. Und ich werde auch wahrscheinlich weitere machen. Jetzt mache ich mal wieder ein Let's Play, weil Kennen gerade frei ist. Da brauche ich mir den Held nicht kaufen. Zu Kennen selber sage ich einfach mal so: Wo? Habe ich noch nie gespielt. Kann ich wahrscheinlich auch nicht. Aber, ihr kennt das ja. Wahrscheinlich immer noch besser als der ganze Random Mist, der hier rumläuft. Ja. Ja, was könnte man noch sagen? Ja, Wetter ist wieder gut. Die Winter ist vorbei. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Sonne bis Sonntag, denke ich mal. Und wir könnten über aktuelle Weltpolitik reden oder über das Team. Wir haben diesmal einen Supporter und einen Jungler. Wir haben nur keinen AD Ranged. Also das Team insofern nicht so schlecht von der Composition, bis auf den fehlenden AD Ranged. Die Gegner haben einen Gangplank im Jungle, Caitlyn AD Ranged, Jarvan, Top Lane, Fiddlesticks mit und Annie mit. Weiß ich nicht. Zwei Midlane vielleicht. Mal was Neues. Habe ich auch schon erlebt. Auf Level 1. Da waren zwei Leute Midlane. Und ich dachte mir so: WTF. Seid ihr irgendwie geisterkrank? Naja, und was könnte man noch so erzählen, während die Leute hier laden? Eigentlich könnte ich das Laden auch skippen und nicht so viel reden. Dann habe ich gleich im Spiel mehr zu erzählen. Aber ihr kennt mich ja mit dem Erzählen. Da geht mir eigentlich nie die Puste aus. Reden, 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 bis wir sind in Schweden. Und ja, keine Ahnung, was kauft man denn? Also man kauft vielleicht mal, ich kaufe mal ein Amplifying Tome und eine Health Potion und dann fliege ich hier los. Ich gehe mit. Ich gehe mit! Nein, 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 lass mich in Ruhe. Na, no, dann gehe ich halt top, ey. Na gut, Cannon top. Ist ja auch mal was Neues. Also ich meine, habe ich schon gesehen. Aber, ja. Was kann er denn hier? Shuriken. Ah, genau. Wir gehen einfach mal zusammen seine Abilities durch, denn ich habe keinen Plan. Ich kenne sie nur als Gegner. Also, passiv. Sein Mark of the Storm, was beim dritten Mal stunt und ich 25 Energie bekomme. Und es kann nur alle 7 Sekunden einmal aktiviert werden. Sein Q ist ein Shuriken. Den seht ihr da. Schmeißen wir einfach und ist quasi ein Skillshot. Dann haben wir seine W-Abilities, seine Passiv und jede fünfte Auto-Attack macht Kennen 40% am Dingen Schaden. Wie heißt es? 40% Schaden von seiner Attack-Damage, okay. Okay. Und naja, gut, natürlich kriegt man einen Mark of the Storm bei jedem fünften dann. Und wenn ich es aktiviere, dann fliege ich durch alle. Nein. Ach so, nee, hä? Okay. Irgendwie geht dann elektrischer Schaden auf die Gegner, die einen Mark of the Storm haben und kriegen noch einen Mark. Okay. Und dann, ja, hier, das ist diese Lichtkugel, da fliegt er ganz schnell und kann durch Units latschen und kriegt doch mal einen Mark of the Storm der Gegner. Und ich krieg 10 Armor und Magic Resistance. Das ist doch auch mal was. Und ja, wenn ich durch einen Enemy durchfliege, kriege ich 40 Energie wieder, aber nur einmal. Okay. Und dann seine Ulti, der magische Sturm, der in einem AE-Radius Schaden macht und irgendwie irgendwas kann, weiß ich nicht. Nein! Aha. Ja. Gut, ich wurde gefragt, wie man last hittet letztens. Das kann man, das ist schwierig. Das muss man im Gefühl haben. Es ist von Held zu Held auch unterschiedlich, wie das ist. Und da kann man halt nur in Bot-Games reingehen und üben. Ich habe ja mal überlegt, ob ich vielleicht so ein kleines Mini-Tutorial-Video machen wollen sollte. Wenn euch das interessiert, schreibt einfach in den Kommentar rein, yo, wäre mal was, so mit so leichten Erkl kleineren Erklärungen, wie man schön wardet, worauf man achten sollte. Müsste ich mal gucken, was man da alles so erzählen könnte. Und ich habe leider keine Ahnung, ich baue einfach mal seinen Move aus.
Ich habe leider, ich weiß noch nicht genau, was da alles reinkommen würde, aber erstmal würde ich wissen wollen, ob euch das überhaupt interessiert, weil sonst mache ich mir die Mühe nicht. Ich bin ja nicht unbedingt das Arbeitstier vorm Herrn. Oh, man nervt der. Nervt der Kollege hier. Okay, das ist lustig. Ich kann ja hier mal ein bisschen pushen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Bottom Lane, Fiddlesticks, Caitlyn, die Gegner. Das ist ja auch mal was. Jetzt. Okay, schade, hat keinen Schaden gemacht. Ah, und da ja genau, das sind die Mark of the Storm. Ja, weiß ich nicht. Ich kenn, als Gegner kennt man's, aber. Als Dings halt nicht. Als Selbstspieler habe ich es noch nie erlebt. Ja. Und mal gucken mal. Wieder. Oh, schade, nicht erwischt. Er wollte sich gerade an mich ransaugen, der Arsch. Ah, verdammt. Ach, das ist eine passive Aktivierung. Okay, Blitzgewitter-Ding. Toll! Double Kill und er kriegt mich zuerst tot. Nur weil er Exhaust hat, der Penner. Mann! Na gut, Hextech Gun Revolver. Ich hätte einfach mal hier einen Health Potion einschmeißen sollen. Gut, und ein Sigboard hole ich mir auch gleich mal. Chewbacca. Na, oh, hier gleich mal langcruisen mit der Super Speed. Mit der Super Cannon Speed. Wo bin ich? Da. 319. SS Top. Ja. Ja, wow. Gut, gib Caitlyn beide Buffs. Und lauf noch in die Falle. Oh mein Gott. Ja, lass die noch alleine. Oh. Ey, sag mal, seid ihr wirklich so dämlich oder tut ihr nur so? OMG, ich dachte jetzt schon, die lassen ihn verrecken, ja. Ich würde jetzt einfach mal weggehen. Aber es ist jetzt nur so der obligatorische Profi-Tipp, weil ihr low seid wie Hölle. Auch wenn Soraka's irgendwann vielleicht schaffen könnte, euch voll zu heilen, natürlich. Aber da bezweifle ich ja, das ist noch stark. Au, 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 au. Nein! Ah, okay. Ja, jetzt lassen wir uns wieder ein bisschen zurückpushen und ich werde erstmal einen Ward platzieren. Auch wenn wir hier keinen Dings haben. Als Top muss man einfach immer mal einen Ward platzieren. Das ist sonst Fail. Während ich hier mal ein bisschen auf Forky rumknalle. Ah, ja, ja, ja. Mann, ist das hier ein Kampf. Das war das Flash. Der Flash. Oh, komm her, ich töte dich. Ja, schade. Na gut, auf jeden Fall habe ich ihn mal ja erfolgreich weggepusht und jetzt kann ich in Ruhe creepen. Ja, wenn der Jungler auch mal irgendwann kommt, ich meine, wofür bist du da? Wofür bist du da? Ich verstehe diese Leute nicht, die sagen, yo, ich gehe in den Jungle. Na, komm ich nicht. Dann komm ich gar nicht. Was ist eigentlich deren Gegner? Die haben nur auch einen Jungler, oder nicht? Ja, Gangplank, der macht. Ach, die haben doch einen Jungler. Ha, ist mein Wort sogar noch. Gut. Very gut. Very much gut. Ach, so. Ja, SS Top. Aber warum war der 6? Das finde ich irgendwie. Ach ja, weil als ich gestorben bin, er noch am Leben war. Aber andersrum nicht. Und das hat ihm jetzt das Level, den Level 6 Vorteil. Sonst wäre er ja gegrillt worden von mir. Sonst hätte ich ja gemacht. Matche mit die Jabern. Ja, bis jetzt also voll spannend hier.
Not. Gucken. Alles klar. Ja, alles klar. Ja, hier Last Hit in Top Lane ist halt immer so. Ja, Last Hit. Last Hit. Natürlich könnten Jungler mal ein bisschen Power hier reinbringen. Ein bisschen Spaß an die Freude. Puh. Oh, verdammt. Ich dachte, ich treffe ihn. Puh. Ja, also ich stehe hier hinten und mache so ein bisschen Artillerie auf den Melee. Ja, schön. Er kommt da angelaufen und ich ohne Boots. Was soll ich tun? Schön. Aber mein Jungler, er steht ja hier am blauen Buff. Am blauen Buff. Stand da nicht schon vor 5 Minuten? Er geht nicht zum Turm. Was ein Kollege schon wieder. Ich kann es nicht mehr ertragen. Solche Pfosten. Jedes Mal dieselbe Scheiße hier. Mann. Mein Gott, beweg dich doch mal. Oh, heute noch. Dankeschön. Jetzt habe ich auch Boots, ey. Gibt's doch nicht. Kein einziger Gank. Jetzt habe ich scheiß Ward vergessen, ey. Mann! Krieg die Pimpernellen hier. Mann, 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 ey. Jetzt macht er hier rum und läuft hier rum. Ist göttlich. Göttlich. Was ein unnützer Typ. Gibt's nicht. Also, schauen wir mal, was hier noch so draus wird. Oh gut, ich spiele mit Franzosen, das freut mich ja sehr. Ja, Franzosen, meine Lieblingsleute, mit denen man LOL spielen kann. Oh, guck mal, gankt er jetzt. Oh, der Mittauer ist schon gefährlich tot und hier hat wahrscheinlich noch nicht einmal mitgegankt, so wie ich ihn kenne. Oh, hör auf mich anzugreifen hier, Kollege. Gibt's schon. Okay. Okay, aber immerhin ist er ein guter Farmer. Oder ist gar nicht, so. Also, hätte ich immer früher mal gespielt. Der ist gar nicht. Ja, während er natürlich. Ja, komm, mach den roten Buff. Ey, du bist der Profi-Jungler schlechthin. Hast du überhaupt schon irgendwas hingekriegt? Oh, du hast einen Kill gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja Kunst. Kunst vor dem Herrn ist das. Okay, cool. Turret Bottom Tower destroyed, weil die hier voll der Super Pro ist. Spielt wie der letzte Gott auf Erden. Au. Ich brauche mal wieder ein Wort, sonst wird das hier ungefährlich. Ich sollte einfach nicht so pushen. Nein. Ich dachte, ich krieg ihn. Na gut. Jetzt warten wir mal kurz. Ja, ja, danke, Franzose. Ich weiß das schon. Ach, der Metri, der meint, mir was sagen zu müssen. Es ist top. Und wir warten darauf, dass irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Ja, wo sind die eigentlich schon wieder hin? Ach da, da steht er mit Nassos auf dem Top und sagt, ja, ich kann Bock mehr zu spielen. Mann! Könnten wir, ich glaube, wir sollten einfach mal in Teamfights hier eintreten, weil sonst wird das Ganze nicht. Ja, Spaß. It's already lost. Ja, it's already lost. Genau, weil wir vom Farm her so schlecht dabei sind. Wir outfarmen sie doch. Nur weil sie nochmal 2-3 Kills mehr haben, heißt das ja nichts. Ich sollte mich auch hier mal mehr auf die Kills konzentrieren als auf was anderes. Und Jarvan wieder. So. Während wir hier stehen und gucken, na, was machen die da? Okay. Nix Dolles, nix Dolles, nix Aufregendes. Ah, ich muss mal wieder. Alter. Wo ging der denn hin? Aber man kann schön oft Shuriken werfen, das finde ich gut. Okay, hier gucken. Ne, kommt nix. Und ich stehe gut gepusht.
Was macht er hier? Gangplank läuft runter. Nasus. Ich habe ihn mal gepinkt, aber ob das was bringt, das weiß man immer noch nicht. Da kann man sich nicht so sicher sein. Ach ja. Und. Oh, er hat überlebt. Wie hat er das? Oh, jetzt machen sie Gank. Oh, jetzt ganken sie. Oh, wie sie jetzt ganken. Oh. Ach, stirb doch! Mann, geht doch, ey. Geht doch. Läuft er da rum und tut so, als ob er überlebt, ne? Nur weil er seinen blöden Exhaust da hat. Und während... Ja, haben sie da unten den Gang verkackt wahrscheinlich, ne? Ja, war mir klar. War mir klar. War mir klar. Musste so kommen. Musste so kommen. Wir haben den Kill gemacht. An unserem zweiten Tower. Na gut, ich hole jetzt erstmal einen Tower weg. Den Dragon haben die Gegner ja auch schon gemacht. Ach du heilige Karotte. Ja, wie GG. Nur weil du zu unfähig bist, heißt es nicht, dass wir verloren haben. Zweiter Tower, Bottom fällt. Ich könnte ja mal runtergehen, aber eigentlich habe ich keine Lust mit fast ein A, fast ein B und fast ein C zu spielen. Mein Gott, ey. Geh mal raus, bitte. Ihr sollt rausgehen. Das ist nicht wahr. Mit Tower down. Was macht der Typ eigentlich? Mach die Tür zu! Jetzt kriegt man hier noch Störungen von Leuten, die einem... Oh, Mann. Ja, da kam alles auf einen Kopf und ich bin down. Schön. Schön, schön, schön. Was kaufe ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Kennen, ja. Holen wir mal das Teil hier. Warten wir einfach auf den Blasting Wand. Es gab ja auch kein SS oder so. Sie kamen alle aus dem Busch und hier nix war los hier. Mein Gott. Boah, ich natürlich kein Wort hingestellt, ey. Ich damit ge... Weil die waren da hier unten beschäftigt. Wie kommt denn, dass die auf einmal jetzt... Oh. Ja, jetzt sind sie alle hier oben. Jetzt zerstören sie auch noch mein Gameplay. Nachdem sie... deren Gameplay schon völlig verkackt haben, kommen sie jetzt mit meinem an. Gibt's doch nicht. Hab ich überhaupt mal einen Gang? Nein, ich hatte keinen Gang. Ich führe das mal nur so zu Protokoll. Gangs 0. Gangs der Gegner 3. Totale Anzahl von Gangs? Ganz viele. Mann. Ja, dann lass doch Teamfighten. Ja, was wurdest du hier eigentlich? Wurdest du überhaupt irgendwas? Kann doch nicht sein! Null Watts! Zero Watts! What are you doing? Question mark! Bah, ich krieg hier die Pimpernelle! Weil er nutzlos ist! Weil er total nutzlos ist! Ach, er hat ja nix, er kann ja nix, er wardet nicht, er macht nix. Hier kein Ward, da kein Ward, da kein Ward, da ist ein Ward, da ist ein Ward. Hier kein Ward, da kein Ward, nirgendwo. Da kommt der blöde Useless Jungler und er geht vor. Er ist Support und geht vor und ihr rennt noch rein! Ihr rennt noch rein! Wie der Berserker aus der Hölle. Oh, er kriegt einen Kill. Oh, kriegt er noch den zweiten Kill? Ja, nein, jetzt heilt er sich erstmal. Bäm. Wow. Er hat einen Kill gekriegt. Großes Kino. Sogar zwei. Nee, hat er nicht. Er hat nur einen gekriegt.
Meine Fresse, ey. Einmal mit vernünftigen Leuten spielen. 6 zu 12. Es ist nicht wahr. Da, Luxan Tower. Ja. Hier, Fallback. Da kommen sie gleich. Denk doch mal nach, ey. Tower down. Top Tower down. Weil die Pfosten, ja. Weil die hier rumeiern müssen. Soraka ist so useless. Ist unglaublich. Kann die nicht. Die heilt nix. Die macht nix. Normalerweise müsste sie ein bisschen offensiver spielen, seit sie die geändert haben. Aber das haben sie, hat sie nicht gemacht. Hat sie nicht hingekriegt, da mal zwei Sternregen drauf zu machen, dass die beiden sterben. Geht nicht. Geht nicht. Ist nicht möglich mit solchen Leuten. Mann. Ja, da ist Fiddlesticks. Wahrscheinlich steht hier der Nächste im Busch. Ah. Jetzt stelle ich einfach mal ein Ward dahin und fahre außen rum. Mal gucken, ob das funktioniert. Oder ob ich gleich tot bin. Oh wow, da, euer Ward, der bringt es so. Wahrscheinlich haben die Dragon jetzt wieder gemacht in Frieden und Freude, ey. Es ist köstlich. Es ist grandios, grandios, was sie hier so bringen. Könnte man sagen. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ja, haben sie geguckt, Dragon, oh, ist tot, ja. Bei deinem Ward Placement kein Wunder, dass der Dragon tot ist. Wahrscheinlich stehen die hier im Busch, das ist. Fressen Besen. Ne, immerhin 6 zu 12 immer noch. Ist doch nichts passiert. Haben noch nicht weiter verkackt. Hat Soraka denn mal mittlerweile. Nein, aber Gold-Items hat sie schon gekauft, ja. Diese nützlicher Supporter hat Gold-Items gekauft. Bringt uns nur nichts, wenn du davon nichts dir kaufst, was uns irgendwie nutzt, wie Wards. Also ein bisschen overextended. Mal gucken, ob wir hier Gangplank mal holen können, weil ich habe keinen Bock auf den Mitscheißer. Das tue ich mir nicht an. Erstmal habe ich mal ein Wort von Dragon gestellt. Das ist jetzt nur wichtig, damit die nicht mir von oben einfach auf den Karren pissen. Schnallt er uns die Öli auf den Kopf. Ja, so. Und da kommen sie. Ja, ach. Klug. Guck mal, was ein Wort alles bewirken kann, dass man nicht gegankt wird. Zeig dir die wahnsinnigen Wunder eines Wards. Unglaublich, ja. Hier geht wieder jungeln, als ob es keinen Morgen gäbe. Und es passiert nichts hier. Unglaublich. Warum? Ja, und jetzt stehen wir hier. 2 gegen 4. Während Annie da rumpimpelt und hier, ne, die beiden. Oh, Nassus muss Toplane gehen, ja. Boah, wie ich ihn gestunt habe. Oh, den Tank. Oh, ich habe den Tank gestunt. Ja, auf was müssen wir denn gehen? Was haben sie denn am meisten gefeedet? Fragen wir mal so. Annie. Oh, und da kommt Fiddlesticks. Da kommt Fiddlesticks. Mal gucken, ob ich ihn im Busch erwische. Oh. Na gut, ja, Nassus Top Farm, keine Ahnung, wo Dings ist. Während die hier stehen, hier oben, ne? Und glauben, sie könnten irgendwas machen. Jetzt pushen wir sie zurück, okay. Ey, wir müssen auf Fiddle aufpassen. Nicht, dass er mit seiner Ulti hier längs kommt. Muss auf den Kopf kackt. Ist er da unten? Ja, Fiddle ist da unten. Kehr. Ihr seid so dämlich. Mann, wie die beiden hier stehen. Ist ja göttlich. Die stehen da nur und machen nichts. Ich bin begeistert. Echt, wie wär's mal mit dem Heal? Heal mich doch mal voll. Hallo, ich stehe neben dir. Wie viel Cooldown hatten das bei dir? 20 Minuten? Dankeschön. Geht doch, endlich, ey. Mal haben endlich mal ein paar Kills gemacht. Ah!
Speichern! Wart doch mal! Hier steht keiner! Da steht nix! Da steht nix! Da steht nix! Baron ist free! Die müssen nur mal zum Baron gehen und der ist free! Was ist denn los mit dir? Meine Güte! So schwer kann das doch nicht sein! Ja, nur Teamplayer, Alter. Ihr habt das Team, ihr habt für die Gegner gespielt. Ihr habt Teamplay bewiesen. Ach, ich gehe jetzt warden, ey. Mein Gott. Weißt du, nichts im Kampf bringen, ja? Kein Offensiv machen, obwohl sie die Supporter schon offensiv gebufft haben. Nur nichts warden. Guck mal hier. Da, drittes Gold-Item und noch mehr Gold. Ne? Guck mal, wo sind die Wards? Wo packt der die Wards hin? Erklärt es mir. Dann, also wenn ihr mir sagen könnt, wo die Wards bei dem sind, ne, dann, dann kriegt ihr einen Keks von mir, ey. Dann dürft ihr einmal mit mir spielen oder so, was weiß ich. Geht ja nicht. Die hat keinen Platz für ein Ward. Ich ward jetzt Baron. Als Top, als DD. Als einziger Carry, der hier irgendwas bringt. Und ich kann noch nicht mal warden. Kannst du mal wenigstens CV? Gibt's doch nicht. Kein CV. Können wir auch nicht machen. Na gut, immerhin wissen wir, dass wir hier sind. Ich place jetzt mein Ward da. Ja, jetzt sind wir ja gut dabei. 7-16. Ja, Lux, du bringst auch. Du bringst es. Ich brauch doch nur Gold. Ihr seid doch alle so useless, Kollegen. Na, immerhin haben wir sie Creep Kills outfarmt. Ah! Bringt uns auch nichts, wenn mein Team der letzte Horst-Verein ist. Krieg ich irgendwas überhaupt getroffen? Nee. Zu weit hier, alle. Alle stehen zu weit weg. Warum engagieren wir gerade? Während ich hier weggeknagelt werde. Aber ich hab's gerissen. Guck mal, da kommt der ganze Damage. Wer hat's gemacht? Ich hab's gemacht. Und jetzt räumt er mal auf. Mein Teamfight, den wir gewonnen haben. Woo! Wahnsinn. Ihr seid ja richtig gut, Leute. Was ist denn los mit euch? Habt ihr eure Brüder jetzt wieder rangelassen oder was? Schön. Mal 4 Kills. Das ist doch mal was. Dauer. Ja, so wollen wir das sehen. Warum nicht gleich so? Warum die ganze Leiderei vorher? Warum mussten wir den Scheiß vorher antun? Mein Gott, ne. Ja, 2 Tower sogar. Ist doch gut, ist gut. Kriegen wir oben vielleicht den Tower noch down, weil die Creeps hier was machen. Das wäre doch mal was. Leute, nicht zu greedy werden. B, back wie Borsti. Buffke, Backfisch. Na, oh, Top Tower. Ja, Top, die Top. Bottom würde ich nicht unbedingt gehen. Aber, na gut. Na gut. Okay, er geht Blue Buff machen. Boah, es gibt es nicht. Ich sehe wieder Hoffnung am Ende des Horizonts. So, noch. Oh, ich lebe hier schon wieder. Sagt mir das mal einer, ey. Ich stehe hier blöd rum. Eine Bumper. Ich brauche noch 500 Gold, ey. Jetzt 100 Gold, das wäre mal epic. Ich bin eine Blitzkugel. 100 Gold, ey, bitte. 100. 100 Gold, bitte. Lass mir die 100 Gold. Du Arschkind! Boah, du blöder Bar! Ey, ich geh da hin. Ich schlag schon drauf rum. Da kommt er. Einfach Screw und geht weg. Es passt zu ihm. Es passt so ihm. Er kann nix. Er kann wirklich nix. Unglaublich. Unglaublich. Ey, der Kollege, der ist. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also, ne. Königlicher als die Königsfamilie. Und ja, unser Supporter, ne, der kann... Oh, er hat wieder Platz zum Ward. Ah, hat wieder Platz für ein Ward. Baron ist nämlich immer noch nicht gewordet. Mein Ward ist mittlerweile da ausgelaufen. Ja, ist auch mal was, ne. Schöner ausgelaufener Ward. Ja, 2 gegen... Ach Leute, lasst mich doch erstmal zu euch kommen. Ihr könnt doch nicht wirklich gegen die pushen. Es ist so Wahnsinn.
Oh. Nee. Nice Push. Weißt du, wie die Lemminge. Oh, da ist jemand 2 AP gedroppt. Ja. Den müssen wir uns jetzt holen. Ja, ich ult gar nichts kennen. Ich ulte damit ich tot. La la la. Ja, la la la. Ich habe nämlich keinen. Ach genau, jetzt weiß ich noch, was ich brauche. So ein Sonja-Teil. Ja, hier, dann, wenn du glücklich bist. Hier, da hast du deine Ulti. Wow. Wow, Ulti ist so useful against 18.900 people. Why engage there? Mein Gott, ey. Ich hätte die Ulti normalerweise nicht gemacht, aber... Ich hab's einfach gemacht, damit ihr sieht, was für ein Schwachsinn er da von sich gibt. Game ist eben, wenn die Leute jetzt verfolgen sie schon wie... Sie chasen, obwohl sie klar verlieren. Ah, jetzt bam! Jetzt komm ich! Und ich mach auch nix! Alter, wieso chased ihr die denn? Wie Bekloppte! Wie die Lemminge, echt jetzt! Und ich krieg hier kein Gold zusammen. Wahnsinn! Das ist Wahnsinn, weil... Lass mich Gold kriegen jetzt nur. Alter, jetzt kommt so Raka und es ist... Jetzt macht der useless Supporter, macht sich noch ein Unnütz sein, der mir mein Gold klaut. Nein, ich fass es nicht. Es ist so unglaublich. Weißt du, wenn er wenigstens... einfach nur das tun würde, was man ihm sagt, dann wären wir ja schon ein Stück weiter. Aber das geht auch nicht. Geht alles nicht. Ist nicht drin. Und die macht dann statt da unten die Creeps, macht er erstmal einen roten Buff. Das schaffen wir doch eh nicht. Der ist doch dann. Der ist dann, bevor wir da sind. Ja, los! Dann schmeiß die Kugel rein oder so. Nö, nicht funktioniert. Ja, jetzt müssen wir Back und Defense spielen. Spielt jetzt bitte defensiv. Nicht hier wieder, wir hatten, haben einen Teamfight gewonnen, ja. Und dann meinte das Team, seriously, 4 gegen 5. 4 gegen 5, ihr habt's gesehen, 4 gegen 5. Und warum meinte das Team das? Weil es, sowas wie Baron Warden nicht wichtig findet. Wir hatten zwischenzeitlich eine Chance auf den Sieg. Die haben wir jetzt wieder vertan. Und ich brauche dringend diesen blöden... wo ist es denn? Da. Sonjas brauche ich dringend. Für meine Ulti. Ich habe halt auch kein Gold. Weil guckt euch an. Wie soll ich denn hier an Gold kommen? Ha? Wie sie pushen. Wie sie schon über die Midlane gepusht sind. Ich mach da nicht mit. Ihr könnt mich mal. Ich mach nicht mal Schaden an den blöden Horstis hier. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Jetzt kommen sie wieder. Kann sie mal aufhören, meine Creeps zu töten? Willst du mich verarschen? Geh doch sterben einfach. Du wurdest eh nicht. Du brauchst das Geld nicht. Oh. Unfassbar. Geht doch back. Die kommen von unten gleich und dann seid ihr fertig. Lux hier erstmal overextend bottom, ne? Ja, Leute, hier, ne? Nassus, gut, dass du top pusht. Wir haben zwar ein bisschen was kleine...
Deine Geschichte hier unten, aber gut, gut, dass wir dich top haben. Als ob es irgendwas bringt. Au, au, au. Au, au, au. Ich lebe noch nicht. Ja, guck mal, dann holt euch doch. Ja, Nassus. Das ist gut. Das ist gut. Er ist jetzt ein Top-Lane-Pusher. Er versucht, ein Base-Race zu machen. Was eine dämliche Geschichte. Was eine dämliche Geschichte. Na gut, zum Glück ist dieses Leid hier gleich vorbei. Dann brauchen wir uns das nicht mehr an. Dann sind wir damit durch. Mein Gott, ey, der ist echt so dämlich. Der ist da immer noch top. Das ist Wahnsinn. Oh ja, das ist hier. Oh, macht da jetzt was? Nein. Da jetzt. Oh, er hat zwei zurückgeholt. Zwei Inhibitoren dafür, dass wir einen Top-Tower gemacht haben. Ja, Nassus, das ist schon eine Leistung und ich würde sagen, ich nominiere dich für den Award des Vollidioten 3500. Zur Auswahl stehen Soraka und Nassus. Und Yil. Boah. Mann. Ich beglaube. Ja, why can't you just defend? Das ist cool. Ja, wir gegen den Baron Buff, vier Leute, die finden wir mit 5 gegen 5, treffen wir super. Das ist immer so. Ah, er hat den einen Tower bekommen. Ja. Ja, weil wir zu viert wollen. Genau, ja. Weil wir am Tower ja so mächtig sind, weil die Tower noch so viel Schaden machen in dieser Phase des Games. Das ist, Clearly klug, nenne ich ihn jetzt mal. Warum machen die Gegner es nicht einfach zu Ende? Dann ist dieses Leid hier vorbei. Dann muss ich mir das nicht mehr antun. Dann können wir irgendwas anderes machen. Können wir uns an Eier kraulen oder so. Aber den Scheiß hier echt nicht. Wow, er hat die Creeps getötet. Wow, also, wow. Ja, und da unten die Top-Botlane-Pusher, wenn na gut, die brauchen nicht klug sein. Es macht ja eh keinen Unterschied, ob was sie machen. Die sind doof genug. Da brauchen die nicht klug sein. Ja. Hä? Ja, wo kämpfen wir denn? Wir sind nicht diejenigen, die overextenden bis zur Hölle. Nassus ist, keine Ahnung. Nassus sagt, wir defenden nicht. Uiuiui, wir würden kämpfen. So, ich habe alles gegeben, das war's. Guck mal, wir gewinnen den Teamfight. Was ist los? Woo. Warum läuft Lux denn weg? Nein, ja, Death Bottom, was weiß ich. Surrender Vote hier. Surrender Vote. Nix ist Surrender Vote. Auch wenn ich leide hier, aber dann wird nix Surrender Vote. Hier, wie wär's mal hiermit? Hier, Leute! Mann! Wie dumm kann man sein? Schmeiß. Jetzt geht der Tower down, weil die Pfosten. Ja, ich brauch hier nicht Surrender. Kann ich notrücken? Kann ich sagen, ich hab nicht Surrender. Ah, wir haben den Tower gerettet. Wahnsinn. Wie wäre es mit dem Tower noch? Nein, auch nicht. Jetzt kommt die Ulti für die letzten zwei Creep. Oh Mann. Ich will doch nur Geld. Dann renne ich hier den Tower. Ich mache leider nicht genug Schaden. Und da kommt was los. Ich brauche doch nur noch 100 Gold. 200 Gold brauche ich noch. Aber das bringt uns ja auch nicht viel weiter. Nee, 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 nee. Kettlich. Cool. Ja, gut. Irgendwann kriege ich auch meine Items voll. Finde ich gut. Ich will doch nur diesen blöden Kack Sonjas haben. Ja, dann brauche ich mich nicht mehr bewegen. Dann bin ich sicherer. Aber nein, das ist nicht möglich. Weil ich sie nicht one-hitte mit meinen Tacken. Deswegen geht das nicht. So, noch 100 Gold. Yes, yes.
Ich opfer mich jetzt. Wenn ich jetzt verrecke, ist mir das egal. Oh, gibt's doch nicht. So, das reicht jetzt. Jetzt kann ich weggehen. Wenn ich jetzt abgefangen werde, heul ich. Und zwar laut. Heuling out loud. Und was er jetzt macht, er steht rum und wardet, glaube ich. Vielleicht wardet er jetzt mal die Base oder so. WTF. WTF, wie wir sie jetzt noch pawnen. Was wollen die Gegner mich verarschen? Whoa. Nix ist. Und jetzt müssen wir backgehen. Inhibitoren retten. Der Mid ist schon gefallen. Oh, ich komme hier nicht mehr weg. Scheiße. Wir pushen doch nicht. Bist du blöd? Das defendest du nicht alleine. Jetzt müssen wir hier mal irgendwie... Oh, könnten wir die da mal von abhalten? Hallo? Hallo? Alter, ist die dämlich! Die Tante ist nicht... Boah! Anstatt, dass sie... Den Inhibitor des... Nein, anstatt, dass sie den Inhibitor des... Dass sie da hochgehen. Weil das so schön ist. Weil es doch so schön ist. Sie ist so gut. Sie ist so gut. Ich verstehe nicht, warum. Endlich. Noch 70 Gold, dann habe ich endlich Sonja fertig. Nach 2 Stunden ungefühlt. Ey, guck mal, hätten die beiden die jetzt die Inhibitoren mal gedefft, ne? Dann wäre das locker gelaufen. Weil wenn die jetzt den noch kaputt machen, ist vorbei. Dann sind wir Geschichte. Was soll man denn machen gegen 3 Wellen Superfassalen? Und er steht hier vorne und meint, er ist Rambo. Rambo Nassus. Mord, nein, Mord. Guck mal, was hat er denn? Oh, jetzt hat er einen unnötig großen Stab gekauft. Echt jetzt? Er hat einen unnötig großen Stab gekauft. Hört auf meine Worte. Ein unnötig großer Stab. Und der ist unnötig auf den Supporter, wenn er nicht warden wird. Jetzt müssen wir sie einmal mit Baron-Buff knallen. Wird nicht so einfach. Okay. Na, können wir ihn... Ja, gut, 3 für 3. Also, ich habe ja schon mal die Tibas Damage habe ich ja schon mal abgetankt. Vielleicht. Auf jeden Fall könnten wir das jetzt quasi gedefft haben. Ah, ist das ein Nervenkrieg, ey, mit den Kollegen hier. Mann, ey. Boah, 10-mal gestorben. Ich bin auch scheiße, ne? Und ich muss ja auch rein für meine Ulti. Ah, ja, hier, los. Jetzt deft das. Haben wir den Baron-Push erfolgreich abgewehrt. Wenn sie keinen Baron-Buff mehr haben, dann läuft's auch. Summon Tibbers hat mir Schaden gemacht. Kriegt man da mittlerweile Schaden? Nee, invulnerable. Warum habe ich Tibbers Schaden gekriegt? Ach ja. Gut, aber jetzt habe ich auch mal wieder ein bisschen... ich habe leider viel zu wenig Schaden. Weil ich einfach keine Items kriege. Ein Farm ist halt für den Arsch.
Mein Jungler hat mich auch, hat ja auch nie mal irgendwie gegankt, dass ich mal eine Ruhe hatte oder so. So, und jetzt warten wir darauf, dass die Gegner wieder der Meinung sind zu kommen. Jetzt aber. Nee. Hätte das nicht eine Sekunde früher machen können? Ja, 12 Kills Vorsprung. Dragon Tower Vorsprung. Mein Tower Vorsprung ist gar nicht so krass. Sind nur 4 Tower. Aber Dragon Vorsprung. Ich glaube, sie haben bis jetzt jeden Dragon bekommen. Baron zweimal. Aber ich weiß nicht, warum die Jungs da so weit rauspushen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht gefangen nehmen lassen. Ich treffe mit meinen Skillshots nichts. Au. Ja, wir warten jetzt darauf, dass irgendwas mal passiert, dass die Gegner kommen. Wenn die beiden Inhibitoren spawnen, ja, dann haben wir auch eine bessere Möglichkeit. Dann können wir auch mal Offense gehen. So nicht. Aber ich kann mich hier auf meinen Rabadon vorbereiten. Dann hätte ich endlich mal Schaden genug. Warum wir hier kämpfen, verstehe ich gar nicht, weil dann konnten sie hier so zack und fertig. So, Inhibitor Mitte steht wieder. Weg doch, weg da! Mann! Def doch einfach den Inhibitor hier! Jetzt müssen wir unten auch noch deffen. Ja, geht nicht. Ich muss oben deffen, sonst wird das nichts. Mein Gott. Schaffst du das? Ich kann nicht mal eins drücken, weil ich Dauerstunfield bin. Während die da unten den scheiß Tower def. Gibt's nicht. Jetzt ist verloren. Mann. Rumgezittert hier. Warum? Oh, wie wird's mal mit 1? Nein. Gut. Warum machst du es da auch Engage? Das verstehe ich schon wieder nicht. Warte doch auf deren Engage. GG, echt jetzt? Habt ihr gut verloren? Am Ende hätten sie es gewinnen können. Das war klar. Das war klar, dass sie es nicht hinkriegen. Mann! Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich war ja gar nicht schlecht drauf eigentlich. Ja, Report kennen, genau. Report dein Vater, Alter. Ich war der Einzige, der irgendwas, irgendeinen Schaden gemacht hat. Während ihr nutzlos rumgehampelt seid. Ne. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal keins. Ich glaube, ich muss erstmal meine Blut testen. Bis denn.